Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, heute gucken wir uns Dimash Kudaibergen, der kasachische Sänger. Der Sänger, der eine außergewöhnliche Stimme hat. Genau, der eine außergewöhnliche Stimme hat. Ich und TK haben uns das schon mal angeschaut. TK? Ja. Das war richtig krass, seine Stimmlage. Also, wie er seine Stimme verändern kann, ist... Genau. Und da dachten wir, Mehmet muss das unbedingt mal sehen. Ja. Und ihr habt so oft in den Kommentaren geschrieben, dass wir zu SOS Reaction machen sollen. Genau. Ich kenne den Kollegen noch nicht. Ja, also. Den wirst du jetzt halt kennenlernen. Und wir haben sehr viel kasachischen Content eigentlich. Könnt ihr auch gerne abchecken in meinem Channel. So, dann fangen wir an. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und ich erst. Das war ein riesen Publikum. Das war ein echt riesen Publikum. Also ich könnte es, glaube ich, nicht für so vor von vielen Menschen singen. Das bin ich. Die Oma. Also die Oma. So, jetzt genießt die Stimme. Also. Vor allem live. Erstmal so schön ruhig. Ja, klar, das kann auch nicht jeder live krass singen. Die machen meistens Playback, oder? Ja. Das ist wie so eine Englischstimme bei ihm. Vor allem, wenn er hoch singt. Ja. Jetzt singt er tief. Krass, ne? Krass, wie er das auch schnell wechseln kann. Von hoch zu tief. Man denkt so, das singen verschiedene Menschen so. Ja. Ja, tschüss. Das war jetzt richtig unerwartet. Ich komme nur nicht drauf klar. Ich kann mal gerade so hoch singen, gerade so tief. Also. Guck mal, hier klingt er wie ein Mädchen, gerade klang er wie ein Mann und dann dazwischen wie so ein Jugendlicher. Das ist. Ja, krass. Krass. Shit. Wie eine Oper. Also dafür würde ich ein Ticket kaufen, dafür würde ich gerne ausgeben und dahin gehen. Ja, das ist noch krasser, wenn man was live sieht. So. Ich bekomme jetzt schon fast Gänsehaut, wenn ich das live sehen würde. Ich würde sterben. Krass. Wow. Oh, Gänsehaut. Ja. Also ich würde mir Platz in der ersten Reihe holen. Ja, definitiv. Diese Golden Circle, da ist ja. Also manchmal wünsche ich mir, dass ich so eine geile Stimme habe. Oder überhaupt eine gute Stimme, sage ich es mal so. Ihr singt mit vielen Stimmen. Ja. Wahrscheinlich auch mit sehr viel Übung und sehr viel Zeit. Kann auch sein. Ja. Der trinkt bestimmt jeden Abend Milch, so bevor der schlafen geht, damit er so eine Stimme hat. Also für mich unglaublich schwer, wenn ich versuche hochzusingen. Wow. Er singt höher als Ariana Grande. Und die ist schon... Und geil. Es fängt auch ein, komplett ein. Denkst du wirklich, dass so drei, vier verschiedene Personen so das so anhören würdest? Ja. Mann. Also ich bin wirklich, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir schon so richtig verrückte Sachen im Internet, in YouTube, aber das ist wirklich einer der krassesten Videos, die ich gesehen habe. Krass, ey, das Respekt, diesen Erfolg gebe ich dir. Wirklich. Ich
kenne aber auch keinen so wirklich, der so eine krasse Stimme hat. Krass. Ich glaube, wenn es zu einem Battle kommt, würde er alle anderen. Wow, Dimash. Wow, krass. Krass. Oh, wie viele Blumen er bekommt. Der kann ihn nicht mehr tragen. Krass. Ich würde ihm diesen Croissant hier geben. Weil das ist unser Maskottchen, also das wollte ich nochmal erwähnen. Dieser Croissant, der steht schon seit ungefähr seit 5-6 Monaten hier. Naja, wie nennen wir den jetzt ab jetzt? Wir nennen ihn einfach Ola. Ola. Ab jetzt unser Maskottchen, dieser Croissant. Ola. Leider verstehe ich nichts. Wahrscheinlich sagt er so Sachen wie Dankeschön. Ja. Ihr seid die besten Fans oder so. Warum schenkt ihr mir so viele Blumen und nicht Geld oder so? Und Dankeschön an Kasachstan, Dankeschön meine Fans. Ich liebe euch. Ja. Sehr schön. Die Fans sind auch kurz vorm Wein. Ja, manche weinen davon. Ja. Krass. Und guck dir den Mann mal an, in dem blauen Hemd, der ist besser. Und? Wie findet ihr es? Also ich fand das krass, ey, das war... Zu krass, zu wild. Zu krass. Wild, das war viel zu wild. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich habe schon so... Ich habe schon zwei Ranks gemacht. Man kann das einfach nicht so realisieren, so dieses... Ich habe schon zwei Ranks... Das ist etwas. Ja. Ich habe schon zwei Ranks gemacht. Und ja, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja. Und ich weiß, jetzt freue ich mich immer so, jetzt habe ich mich auch gefreut, ja, so echt zu hören, wie ich umgehauen werde. Man freut sich so. Wir wurden alle umgehauen. Wir wurden alle umgehauen. Alle. Ja. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr noch andere Vorschläge habt, andere Videos kennt, so wo man seine krasse Stimme hört, schreibt es gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like da, abonniert. Oder guckt generell krasse Videos, so was man sich angucken kann, worauf man reacten kann, so. Guck bei ihm vorbei. Ich habe dich unterbrochen. Okay. Jetzt mache ich das mal weiter. Guck bei ihm vorbei. Natürlich. Sein Kanal. Ich habe sogar ein Video gedreht. Und bei mir. Krass. Kommt bald noch. Was ich noch sagen will: Grüße gehen raus an Olgun Yüksel. Wir haben dich nicht vergessen, mein Freund. Mhm, okay. Also denkst du jetzt, warum hast du das jetzt gesagt? Aber das war jetzt so, ich weiß nicht, ich habe so ein Gedenkmoment. Okay, alles klar. Also, weil es so melancholisch war, okay, ich verstehe es. Okay. Na gut, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.